Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine Fraktion ist für eine Überweisung des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Beratung in die Ausschüsse. Dies nun aber nicht, weil der Entwurf etwa Antworten auf alle Fragen hätte. Nein, aber die Diskussionen über die Sinnhaftigkeit oder die Ausgestaltung der Kurtaxe haben über Rügen, Usedom oder Pöhl bis zur Mecklenburgischen Seenplatte eine beachtliche Eigendynamik entwickelt. Insbesondere drei Gründe sprechen aus meiner Sicht für eine vertiefende, aber zügig beginnende Ausschussberatung. Erstens handelt es sich um eine äußerst komplexe und vielschichtige Materie. Das haben wir ja nun heute auch schon gehört. Das Problem reicht weit über eine Neudefinition der nicht ortsfremden hinaus. Allerdings sollten wir als Landtag auch das Kommunalabgabengesetz nicht monatlich ändern wollen. Meine Damen und Herren, geht es alleine um die Kurabgabe bei Familienbesuchen oder geht es generell um den Umgang mit Tagesgästen in Kurorten? Geht es um die Einführung eines einheitlichen Erhebungsgebietes durch mehrere Gemeinden oder aber um eine alternative Finanzierung über Eintrittsgelder der Gäste? Geht es schließlich um die Abschaffung der Kurabgabe für Einheimische oder gar um die Ersetzung der Kurtaxe durch eine Tourismusabgabe? Die Fragestellungen ließen sich fortsetzen. Die Antwort jedoch sollte lauten: alle Akteure an einen Tisch. Zweitens hat der Landtag die Landesregierung bereits wiederholt zum Handeln aufgefordert. So hat er bereits am 6. April 2017 eine Empfehlung des Petitionsausschusses an die Landesregierung überwiesen, um die Regierung aufmerksam zu machen und zu weiteren Maßnahmen zu veranlassen. Es ging hierbei um das Problem der Einigung beteiligter Gemeinden auf die Einführung eines einheitlichen Erhebungsgebietes. Das war Anfang 2017. Erinnern darf ich auch an die Beratung des Antrages der Fraktion Die Linke, ganzheitliches integriertes Verkehrskonzept für Usedom, durch diesen Landtag am 16. März 2018. Auch hier wurden im Beisein der Landesregierung in der Diskussion Probleme der Kurtaxe thematisiert, also bereits Anfang 2018. Und schließlich darf ich das Tourismuskonzept der Landesregierung von November 2018 in Erinnerung rufen. Hier wird dann wieder ein völlig anderer Ansatz gewählt. Änderungen des Kurortgesetzes, um in Premium-Tourismusorten künftig eine Tourismusabgabe erheben und anerkannte Tourismusgebiete als einheitliche Erhebungsgebiete ausweisen zu können. Meine Damen und Herren, wir sollten als Landtag aktiv werden. Auch deshalb bin ich für eine Überweisung. Drittens, schließlich und damit im Zusammenhang scheint es derzeit keine einheitliche Position der Landesregierung zur Problematik der Kurabgabe zu geben. Wäre der Finanzminister noch Chef der Staatskanzlei, hätte man vermuten können, auch die Ministerpräsidentin steht für eine Abschaffung der Kurtaxe in Mecklenburg-Vorpommern. Das habe ich aber so nicht gehört. Der Wirtschafts- und Tourismusminister ist offen für alles, solange es Vorteile für Einheimische und Gäste gleichermaßen bringt. Eine klare Aussage, denke ich, sieht auch anders aus. Das Innenministerium verweist auf das geltende KAG und das Landwirtschafts- und Umweltministerium auf das Naturschutzausführungsgesetz des Landes. Der in dieser Frage außerordentlich sensibilisierten und zum Teil direkt betroffenen interessierten Öffentlichkeit können wir jetzt nicht allein versprechen, irgendwann das Kurortgesetz oder irgendwann das Kommunalabgabengesetz oder irgendwann beide zusammen novellieren zu wollen. Und politisch steht es dem Landtag in dieser Situation insgesamt nicht gut zu Gesicht, sich hinter einer noch fehlenden einheitlichen Position der Landesregierung zu verstecken. Auch deshalb meine Bitte um Überweisung. Neben dem Innen- und Europaausschuss als für Kommunalabgaben federführendes Gremium sollte mitwirkend auch an den Wirtschafts-, den Verkehrs- und den Finanzausschuss überwiesen werden. Und wenn ich an entsprechende Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig oder des Verwaltungsgerichtes Greifswald denke, gehört auch der Rechtsausschuss einbezogen. Lassen Sie mich enden mit einem Appell an diesen Landtag vom Bürgermeister der Gemeinde Rechlin und ehemaligen Landtags- und Innenausschusskollegen Wolf-Dieter Ringgut. Er erwartet, dass der Gesetzgeber sich genau überlegt,
was er mit dem Kommunalabgabengesetz denn nun wirklich macht und wie er das vielleicht anders umsetzen kann, sodass es der Lebenswirklichkeit draußen auch entsprechen kann. Das können wir mit einer Überweisung sofort beherzigen. Anderenfalls aber, und das wünsche ich uns nicht, kämpfen wir bald möglicherweise nicht mehr um Spitzenplätze in puncto touristischer Übernachtungszahlen. Uns könnte nämlich auch die Siegeskrone auf die Füße fallen in Fragen tourismusbezogener Petitionen, Beschwerden und Klagen. Vielen Dank.